Also, heute zeige ich euch einen coolen Look von einer Kundin von uns, die mit dem Aerosmith ein ziemlich cooles Kleid macht. Und zwar nimmt sie da die kurze Seite nach innen, eher weiter unten, sodass das ein bisschen wie ein Kleid zumacht. Ja? Und dann die zweite Seite auch relativ stark drüber, sodass da viel von dem Stoff eigentlich so. Je schöner man das legt, desto schöner wird es. Ja. Je mehr Falten man hat, desto wurschteliger wird es. Genau. Wenn ihr das da quasi so drüber legt, warum bin ich da jetzt eigentlich? Einen Moment, entschuldige. Also, ich habe jetzt, habt ihr gesehen, was ich jetzt gemacht habe? Ich habe den Stoff nach hinten geholt. Ja. Darum kommt jetzt diese Falte hier nicht mehr so zustande. Ja. Also, ihr geht, macht die Falte nach innen, legt das eher weiter drüber. Dann kommt die zweite Seite. Relativ weit vorne könnt ihr das nehmen. Und auch so drüber legen, so dass da viel überbleibt. Ihr seht, auch da habe ich jetzt quasi diese Falten so ein bisschen weggelegt, weggewickelt. Ja? Und dann hat sich offenbar die Kundin gedacht, sie möchte dieses große Dreieck da nicht haben. Schaut natürlich, kann auch cool ausschauen. Sie hat auf jeden Fall dann hier diese Falte genommen und so nach oben in die Taille gelegt. Und dann, ich weiß jetzt nicht, welchen Clip sie genommen hat, mir gefällt da jetzt dazu, der 35 mm lange in Rot und hat da diesen Spitz mitgeklippt, geht rundherum und klippt das da auf der Gegenseite auch an. Da kann man natürlich, wenn man das da nimmt, auch ein bisschen Spannung, für Spannung sorgen, dass das quasi da runterzieht. Muss aber natürlich nicht sein. Und dann macht man den ganz eng. Genau. Man hat jetzt quasi so ein Spiel mit diesen Farben. Man kann auch einen zweiten Clip verwenden, wenn man zum Beispiel das da und das da nochmal verbinden möchte. Würde ich jetzt fast machen, ich nehme dazu jetzt den 25 mm Clip. Den bringe ich hier an. Gehe da auf Zug. So. Rundherum. Und bringe ihn da nochmal an. Ich mache ihn eigentlich gern immer zuerst länger und dann erst so kurz, wie ich ihn brauche. Genau. Also das heißt, ihr seht, das Kleid ist eigentlich ziemlich gut zu. Da ist diese Falte, da kommt nochmal der Stoff. Und oben ist es auch irgendwie nice, oder? Man kann den Kragen auch, weil ich es gerade im Spiegel sehe, kann ich natürlich auch da so ein bisschen runterziehen, ja. Wie ihr wollt. Und übrigens, dieses und viele andere Videos findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. YouTube/Madame Kuckler. Bye bye!